Luca, chiudi la porta, vieni. Giovanna, va via tu, fezzi tu! Questa è la filosofia della vita. Anche la guerra è un'arte cara. Arte d'amore, arte della vita, arte della guerra. Sì, sì, voi dite bene. E le donne sono le vittime? Di che cosa? Ma di voi, mio caro. Der dicke Ochs von roter Farbe, mit Wammen bis zum Knie. Wer ist der? Wer kann das sein? Der da. Der Friburger aus Pavia? Wir selbst, wir alle. Wir sind das Ochsenvolk, das sich verkauft und verblutet. Sich wem verkauft, Herr Feldprediger? Dem Leoparden und dem Löwen. Und ihr, Falk. Ein Falk ist kein Ochs. Jeder ist ein Ochs, der in fremden Kriegen verblutet. Wie geht's dem Herrn Hauptmann auf seinem Landgut in Pavia? Ich lade euch ein, meine Herren, sobald der Krieg zu Ende ist. Und euch zuallererst, Herr Huldrich. Anmutig und stetig gebaut, das Haus. Es berstet von Büchern. Der Koch spricht Lateinisch und kocht wie ein Gott. Ich biet euch ein richtiges Otium cum dignitate, samt einer Laura bei Tag und in der Nacht. Che cosa dici? Niente, niente. No, dimmi, dimmi. Dimmi, dimmi, dimmi. Die Sonne brennt mir zu heiß da unten. Mein Garus ist mir lieber. Er braucht die dünne Luft, Äbli. Wir geben ihn auch nicht frei. Bei mir würde er sich bessere Fabeln ausdenken, keine Ochsengeschichten. La Viege. Aber nicht, wenn der Ochs für den Leopard verblutet. Wer ist der Leopard? Der Leopard ist der Franzos und der Löwe, Freunde. Der Löwe ist der Habsburger. Il vostro cardinale. Der China. Un po' di guerra, cara. Deus meu, Senhor, vos tuas. Zwingli! Zwingli! Monsignore, im Namen der Stadt danke ich Ihnen für Ihre Anwesenheit beim Hochamt. Nicht jeder Leutpriester genießt bei seiner Wahl eine so hohe päpstliche Ehre. Nicht jeder Priester hat so viel göttliche Talente wie er. Wir haben ihn zum päpstlichen Kaplan ernannt, Herr Bürgermeister. Mit einem schönen Ehrensold. Ja, den er verweigert hat. Verweigert?
Da schreibt doch einer nicht Gedichte, um gegen den Bluthandel zu kämpfen und nimmt einen Ehrensold aus Rom. Das eben sind die Widersprüche dieser Herren. Man flucht über den Bluthandel und im Geheimen steckt man den Sold ein. Wir existieren vom Krieg. Auch deine Stadt Reust, soll's keiner leugnen. Wir brauchen das Soldgeld, sei es französisch oder päpstlich. Sie entschuldigen. Das vor dem Kardinalegarten auszufechten, mein lieber Göttli, war nicht sehr klug. Wir werden Nachbarn sein. Mein Wettinger Kloster schickt mich oft nach Zürich. Ich lade Sie ein, Herr Magister, wann Sie wollen. Wir trinken einen guten Tropfen und reden über Astronomie. Mit Freuden, Herr Abt. Maditemi, caro Zwingli, un giorno pieno di grazia. Ihre Anwesenheit ehrt mich, Monsignore. Ich habe eine Frage. Er soll in Einsiedeln die Tochter eines Barbiers geschwängert haben. Sie sei jetzt in Zürich, um niederzukommen. Magister Jud weiß es anders, sieht Kunst. Und Kapläne deiner Spezies sollten den Mund nicht allzu voll nehmen. Caro Hoffmann. Monsignore. Den Ehrensold des Papstes sollte ein Leutpriester nicht verachten. Wir wollten ihn von 50 auf 100 erhöhen. Ich verzichte, Monsignore. Es ist schamlos, Krieg zu führen um des Mammons willen. Christus plündert nicht und schlägt keinen tot. Er leidet an der Ursache, Monsignore, und die kennen Sie so gut wie ich. Sie reden in Rätseln, guter Zwingli. Was war die Ursache des langwährenden Kriegs zwischen Frankreich und Italien? Ich denke, der weiße Hirt in Rom. So reden heute Jünger des Erasmus. Nein, das kommt aus meinem Mund. Ma che partia! Carnevale in questa stagione? So ist das! Die Gebote sind heut! Alles wie weggeblasen! Mitten im Jahr diesen Mummenschanz! Der Zeit gerennt! Dich kenn ich! Beim Tanzen erkenn ich dich am Arsch! Die Äbtissin, die Stadtbekannte aus Ötenbach. Satan! Tja, schamlos. Da hocken sie und betteln, und für jedes Kind, das sie zeugen, spricht sie der Bischof von der Sünde frei. Wenn du ihm 4 Gulden Kindergeld bezahlst. Danke. Gott liebt die Kinder. Sollen wir sie hungern lassen? Monsignore, wäre es nicht besser, wir würden die Klöster von diesen Mastschweinen befreien und sie mit Hungernden und Kranken füllen? Es spricht ein Aufruhr aus ihnen, Zwingli. Es ist, als hätten Sie die Schriften eines Wittenberger Mönchs gelesen. Was wir zu lesen pflegen, Monsignore, ist vornehmlich das Neue Testament. Und ab und zu eine Zeile Luther. Zu Vorschlag schaffen kann, der gilt für einen kühnen Mann. Hat uns denn Christus dies gelehrt, die Liebe niemand so bewährt. Als wer für Freunde gibt sein Leben. Und darum sage ich, wer eine Lehre über das Evangelium setzt, der weiß nicht, was das Evangelium ist. Der Friede ist einzig durch Christus zu stiften auf Erden. Nur einer ist der Führer und Hauptmann. Er, von Gott verheißen und gesandt. Er allein ist das Heil und das Haupt aller Gläubigen, die sein Leib sind. Glieder Gottes also sind wir. Nun aber werdet ihr fragen, wo ist die Kirche?
auf dem ganzen Erdenreich. Wo kommt sie zusammen? Hier auf Erden. Durch den Geist Gottes. Und die Bischöfe, was sind sie? Glieder der Kirche, wie jeder von uns. Nun werdet ihr sagen, sie sind doch Vertreter der Kirche. Und ich sage euch, davon weiß das Evangelium nichts. Sie handeln auch wie Toren vor Gott, wenn sie Gebote über Prunk und Reichtum, über Stand und Titel erlassen. Die geistliche Obrigkeit hat keine Rechtfertigung in der Lehre Christi. Die weltliche Obrigkeit aber hat Kraft und Rechtfertigung in den Taten Christi. So gibt es zweierlei Gerechtigkeit. Die menschliche und die göttliche. Die göttliche Gerechtigkeit ist lauter und schön. Die menschliche arm und elend. Die göttliche heißt uns verzeihen und nicht töten. Sie fordert auch, dass wir nicht rechten und streiten. Das sind die Gebote und Forderungen Gottes. Sie müssen verkündet werden. Auch wenn wir unvollkommen, schuldhaft und ohnmächtig sind. Gott will, dass wir Wächter bestellen, die auf die menschliche Gerechtigkeit achten. Die Wächter sind die gesetzmäßige Obrigkeit. Sie hat das Schwert. Ihr Amt ist es, die Dinge nach dem göttlichen Willen zu leiten. Darum soll alles, was nicht im Wort Gottes begründet ist, abgeschafft und für falsch und unrechtmäßig erklärt werden. Nun sollen sie doch nicht kommen und lehren, die Messe sei ein Opfer. Das Opfer nämlich, das Christus für unsere Sünden bezahlt hat. Nein, die Messe ist ein Andenken an dieses Opfer und nicht das Opfer selbst. So, nehmt davon, alle, und esst. Nicht lästern, Frau Schauer. Statt dem Fastenfisch die Fastenwurst. Da ist, Magister. Zur Feier der Freiheit von uns Christenmenschen. Was ist christlicher, Freunde? Festen oder Fasten? Festen. 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 Das Fleischessen ist durch kein Gesetz zu keiner Zeit verboten. Man soll aber dem Nächsten kein Ärgernis geben. Wer fasten will, der faste. Nur lasse dem Christenmenschen seine Freiheit. Wie sagt der erleuchtete Apostel Paulus, Freunde? Den Reinen ist alles rein. Der Befleckten aber, die keinen Glauben haben, nichts. Denn ihre Gedanken und ihr Gewissen sind unrein. Der Magister. Willkommen, Uli. Wir feiern die Freiheit der Christenmenschen. Sie sollen leben. Wir festen statt fasten. Greif zu. Geräucht es außer Gans. Iss mit uns, Uli. Ich fürchte, ihr habt da ein Gebot zu früh gebrochen. Das ist keine Disputation, Hochwürden, das ist ein Verhör. Das eigene Wort gilt nichts mehr und schon gar nicht mehr das Wort der Kirche. Alles muss Evangelium sein. Oder einer wird niedergeschrien. Was sagte ich ihm denn, dem hohen Magister? Doch nur... Sagen Sie es, Dr. Hoffmann. Ja, und Ihnen gleich ins Gesicht. Dem Zwingli geziemt es nicht zu handeln, als wäre das hier ein Konzil. Es ist aber eins. Da verspricht er Freiheit den Christenmenschen. Ein Verhör ist, was du treibst, und er mit dir. Der Rat hat's entschieden. Gepredigt wird aus der Schrift.
und nichts Erfundenes und Fremdes beigemischt. Das sind schlechte Neuerungen. Gebt den Priestern Bescheid. Noch heute. Sagt ihnen Magister Huldrich, es werde jetzt entschieden im heiligen Schoß dieser Versammlung. Wir wollen keine Messe mehr. Das ist nichts als teuflische Gottesmetzgerei. Manz. Der Geist treibt uns. Wir wollen die Taufe. Die wahre Taufe. Wie im Jordan. Der Rat wird beschließen, Manz. Der Rat von Zürich? Nicht Gott? Es soll vorläufig die Messe lesen, wer will. Und wer nicht will, der lässt es. Aber keiner soll verfolgt werden, weil er tut, was der Geist ihm eingibt. Das habt ihr nicht in der Gewalt. Und auch ihr nicht, Herr Bürgermeister. Ihr könnt das Urteil des Herrn nicht binden. Das Urteil ist gefällt. Schau, Gret, wie der Geist aus seinen Augen dringt. Unser Eins ist nicht mehr im Fleisch. Täufer sind Heilige, Kind. Felix Manz, hast du die Begierde nach der Taufe? Willst du den alten Adam in dir töten und in einem neuen Leben sein? Ich begehre es. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohns und des Geistes. Morgen gibt's eine große Taufe in Zollikon, Freunde. Und bald weht der Geist übers ganze Land. Der Zwingli, Brüder, ist der große Drache, sag ich. Wir sind die Engel, die ihn stürzen. Trink etwas. Das wärmt. Ja. Sie werden ihn ertränken. Und das heißt, du bist der Urheber. Es geht von uns aus, das leugne ich nicht. Aber sie zählen nicht zu uns, Anna. Diese Täuferbande. Sie wollen nur Aufruhr, nur Umsturz. Diese Heuchler. Aber ich werde ohne Nachsicht sein, mit allen Mitteln gegen sie. Der Vater des Lichts erleuchte ihre Finsternis. Uli? Der Herr lässt das Unkraut wachsen. Wir sollen es nicht ausreißen. Und wenn ich nun einer seiner Schnitter wäre? Trag diesen Ring nicht mehr, Anna. In der Stadt sagen sie, der Zwingli hat sich eine reiche Witwe geholt. Ja.
mit Lust, so will ich singen. Mein Herz freut sich in Gott, der mir viel Kunst tut bringen, dass ich entrinn dem Tod. Ich preis Vater, vergib ihn. Psst. Kommt. Mit euch! Verdammte Gott, das kurz hier! Uli, wir werden euch schnetzeln wie Rostfleisch! Wartet nur! Los! Herr, Herr, schlag ihn nieder, den Zwingli, diesen Feind deiner Kirche. Komm herab und erlöse diese Stadt. Exzita Domini potentiam tuam et veni, veni, veni. Alleluja! Endchristen, du da oben, Feigling Gottes Eheloser. Man soll dich schlagen, bis das Gehirn dir übers Angesicht rennt. Das wäre die wahre Disputation. Halt mich, Schätzchen, die Zeiten sind apokalyptisch. Jawohl, Kaplan. Nur immer bergauf. Wann spendest du ihm endlich das Sakrament? Hm? Deinem Vogelschätzchen. Wann du willst. Bitte, jetzt. Also? Also, ich taufe dich mit Bucke auf den Namen Huldrich. Rabe Huldrich. Schwarzer Berg. Wo sind wir, meine Batsheba? Mia Maxima. Mia Das ist nur die neue Tempelreinigung. Ich sage also, hütet euch, dass ihr keinen unter uns mit Zins und Wucher beschwert und bescheißt. Denn das ist Gift für die Kirche und die Ehre Gottes wird nicht gefördert. Auch nicht, wenn man seine Güter an Bilder aus Stein und Holz verschwendet. Ein wahres Bildnis Gottes sind die Armen. Ich frage euch, wo ist jetzt das Wort der Mönche? Ihre Klöster sind Spitäler der Armen geworden durch uns. Ihr Geiz und Überfluss hat die Hungernden nicht genährt, wir aber nähren sie. Und uns
nährt der Herr. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid,